Ich wollte mich beruflich weiterbringen und auch lernen, anders umzugehen mit Konfliktsituationen. Und habe für mich selber gespürt, dass ich dort noch so einen Gap habe, den ich füllen will. Und das hat mich dazu gebracht, das Studium in Angriff zu nehmen. Die Zielgruppe dieses Studiengangs sind alles Leute, die in ihrem Alltag, Berufsalltag mit Konflikten zu tun haben, in unterschiedlichen Rollen, die versuchen, als Führungsperson, aber auch von außen hineinzukommen, um die Konflikte zu klären, die in unterschiedlichen Gebieten unterwegs sind, in der Familie, in Organisationen, im öffentlichen Bereich und darum auch ein breites Know-how in verschiedenen Gebieten brauchen, wie man Konflikte kann. Also, was ich hier einfach auch erleben durfte, sind wirklich sehr kompetente Lehrkräfte in diesem Sinn. Also, man konnte wirklich immer profitieren von allen. Und was ich auch sehr gut gefunden habe, man hat nicht nur Theorieblöcke, sondern man hat auch Fallbeispiele, wo man effektiv daran arbeitet und in das Thema vertieft hineingeht und eben die Theorie dann auch in Fallbeispielen umsetzen kann. Das gibt einem nachher Sicherheit in der Praxis. Also, ich glaube, was uns so auszeichnet, ist auch, dass wir sehr ein modulares System haben. Also es ist nicht von A bis Z alles ganz genau vorgegeben, was man besuchen muss, sondern man kann das echt sehr individuell auch zusammenstellen, dass das für einen persönlich ganz gut passt. Man hat wirklich die Möglichkeit, für sich das herauszunehmen innerhalb von seiner Vertiefungsrichtung, die man braucht, wo man noch stärker werden will und dann das eben auch in die berufliche Praxis übernehmen kann. Die Verbindung von Berufstätigkeit und Studium ist eigentlich, würde ich sagen, relativ einfach, weil es immer zwei- oder dreitägige Kurseinheiten sind, die aber über einen Monat, zwei Monate verteilt sind. Und mit dem modularen System kann man das aber auch ein bisschen kompakter oder auch ein bisschen ausgedehnter machen, sodass man das echt gut zusammen kombinieren kann. Ich arbeite in der Zwischenzeit als Mediatorin. Ich habe den Weg in die Selbstständigkeit gemacht. Täglich habe ich mit Mediation zu tun und kann die ganze Methodenschatzkiste, die ich lernen im Studium lernen durfte, auch auspacken und ausprobieren. Wenn man unseren Masterstudiengang besucht, dann wird man eigentlich Profi in der Konfliktklärung. Ich glaube, das ist das Wichtigste.